Und du bist eigentlich eher immer noch an dem Punkt, dass du denkst, so, fuck, ich habe die nächste Scheiße angezogen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video und möchte mich vorab schon mal bedanken für die ganzen Likes und die Abos und auch die privaten Nachrichten, die ihr mir schickt. Dankeschön dafür. Heute möchte ich mal ganz gerne mit euch darüber sprechen. Vielleicht hast du auch alles probiert. Du hast Ahnenheilung gemacht, du hast Dinge aufgelöst aus deinem früheren Leben. Und Dinge aus dem jetzigen und bist immer noch nicht an dem Punkt, wo du denkst, so jetzt kann ich die Beziehung führen. Sondern du bist eigentlich eher immer noch an dem Punkt, dass du denkst, so fuck, ich habe die nächste Scheiße angezogen. Und vielleicht kennst du diese Thematik. Und im Moment sehe ich einfach extrem, dass auch Dinge hochploppen, die wir übernommen haben und die wir. Ja, wie irgendwie weitergeführt haben, die aber gar nicht unsere sind. Dass Themen plötzlich an die Oberfläche kommen, die du denkst, das sind deine und du denkst darüber nach, wie du es lösen kannst und auflösen kannst und heilen kannst. Aber eigentlich, wenn du tiefer darüber nachdenkst, stellst du fest, dass es nicht deins ist, sondern dass du irgendwann in der Kindheit das so erlernt hast, dieses Beziehungsmuster, und dass es eigentlich gar nicht deins war, dass du vielleicht was übernommen hast, um jemand anderem was abzunehmen oder einfach auch Dinge mitgetragen hast, weil als Kind macht man ja so gern alles für die Eltern und übernimmt da gewisse Dinge und gibt auch von seiner Stärke ab, weil man will die Eltern ja nicht leiden sehen. Vielleicht hast auch du so ein Beziehungsmuster übernommen und kommst nicht so richtig durch, um das zu heilen. Woran liegt das genau? Also Dinge, die wir nicht in Besitz nehmen, können wir auch nicht loslassen. Also wenn, ich finde, im Englischen gibt es so schönes Wort to own, besser ausgedrückt wie im Deutschen in Besitz nehmen. Also, aber es ist halt so. Also in dem Moment, wenn du es anfasst, kannst du es auch gehen lassen. Das ist wie die Tasse auf dem Tisch. Wenn du diese Tasse nicht in die Hand nimmst, kannst du sie auch nicht zerschmettern auf dem Boden. Ja, dann wird die immer da stehen und wird sich keinen Zentimeter bewegen. So müssen wir letztendlich Beziehungsmuster, die wir antrainiert haben, die wir jemandem abgenommen haben, die haften an uns, sind aber im Moment nicht unser Eigentum. Also, was machen wir mit denen? Erstmal ist es wichtig, dass wir sie uns bewusst machen, ja, dass es bewusst ist, dass es immer wieder die gleiche Show ist, dass es immer wieder die gleiche Endlosschleife ist, dass du da einfach nicht die Ausfahrt findest, dass du immer wieder im Kreisel fährst, aber nicht schaffst abzubiegen. Das ist schon mal das Wichtigste als erstes. Dann zu schauen, wie hat denn meine Mutter oder mein Vater oder wo du aufgewachsen bist, die Großeltern, wie auch immer, Beziehung gelebt. Ja, was bedeutete für die Liebe? Was bedeutete für die Weiblichkeit? Wie haben die das Ganze gelebt? Und was habe ich davon übernommen? Und vor allem nicht das Goldene, das Schöne, das Tolle, sondern was habe ich übernommen, was eigentlich total toxisch ist, was ich mir da einfach abgeguckt habe, weil es vielleicht dort funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat. Ganz egal, für dich war es Normalität. Also hat es funktioniert, also hast du es abgenommen. Und das war dann, was dann nicht zu dir gehört, das darfst du auch einfach zurückgeben. Das darfst du erstmal natürlich in Besitz nehmen und dann dieser Person zurückgeben, von der du es bekommen hast. Natürlich nicht offiziell in einem Päckchen, sondern wirklich, du kannst es energetisch tatsächlich dir wirklich vorstellen, wie du es dann in ein Paket packst und dieser Person zurückgibst und es somit auch wieder loslässt. So, dann ist natürlich wichtig zu kreieren, wenn du dieses Päckchen losgeworden bist, entsteht ja ein gewisser Raum, eine gewisse Leere, einen gewissen, ja, Raum für etwas Neues. Also ist es wichtig, dass du dann neu kreierst. Was möchtest du denn an Beziehung leben? Was möchtest du dir für deinen Alltag? Was wünschst du dir denn? Und es ist ähnlich eigentlich wie beim Vision Board, dass wir wirklich mal uns notieren,
Aufschreiben, malen, sei kreativ, was dir da gefällt. Wie stellst du dir Beziehung vor? Was möchtest du leben und was möchtest du in deinem Leben haben? Weil nur, was wir auch ganz klar aussenden, was wir leben möchten, können wir auch anziehen. Wenn du dich nicht genau fokussieren kannst und nicht genau weißt, was du möchtest, dann kann das Universum auch nicht antworten. Dann schickt es dir alles Mögliche, um dich quasi durch diesen Fluss zu lotsen und dass du rausfindest, was du nicht haben möchtest. Und das wollen wir ja nicht. Oder wir wollen ja das haben, was wir haben wollen und nicht, was wir nicht haben wollen. Also, nimm dir ein Buch, nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift und nimm dir ein bisschen Zeit, mach dir vielleicht ein bisschen schöne Musik an, Kerze, was auch immer für dich stimmig ist und schreib dir wirklich mal auf, was möchtest du an Beziehung leben und was möchtest du sein? Und ich glaube, noch einen Schritt davor oder währenddessen ist es, glaube ich, wirklich zu finden, wer auch wir selbst sind. Ich glaube, wir können so viel im Außen suchen, wir werden im Außen uns selber nicht finden. Es ist so wichtig im Moment, dass wir bei uns ankommen, in unserem Körper ankommen, unser Körper, unsere Seele in Einklang bringen. Und nur wenn du bei dir bist, wirst du auch wissen, was du willst, weil solange, ich sage jetzt mal, dein Körper leer ist, du nicht geerdet bist, du nicht bei dir bist, siehst du von außen alles Mögliche rein und dann weißt du gar nicht mehr, wo ist der Weg, wo will ich hin, was ist stimmig, was ist richtig. Also wichtig, bei dir anzukommen, um dann aus deiner Mitte heraus entscheiden zu können, wo du hin willst, was du leben möchtest. Wie machst du das am besten, bei dir anzukommen? Also, ich finde immer am allerbesten, wenn du dich sportlich betätigst. Das ist schon mal die erste Hürde. Natürlich ist es auch sehr individuell, was jedem gut tut. Aber du kannst wirklich mit Erdung, durch Sport, durch Kältetherapie, durch Meditationen, dass du bei dir ankommst. Nur meditieren reicht natürlich auch nicht aus, weil dann ist der Körper ja nicht im Fokus. Dann ist nur der Geist da. Also am besten ist, dass du wirklich die Sachen in Kombination nutzt und natürlich auch die Atmung. Atmung ist so super simpel und jeder denkt, was soll schon Atmung sein? Wir machen es die ganze Zeit. Ja, aber genau weil wir es die ganze Zeit machen, ist es so simpel. Und du wirst jetzt, wenn du es gleich mal ausprobierst, musst es mir nicht glauben. Probier es einfach mal. Atme mal 5 Atemzüge wirklich richtig tief in deinen Körper ein, bis runter ins Becken und wieder aus. Und dann guck mal, wie du dich danach fühlst. Und dann wünsche ich mir für dich, dass du es nicht nur das eine Mal machst, sondern dir täglich irgendwo einen Zettel hinhängst, dass du es immer wieder machst und es nicht vergisst, weil es wirklich sehr effektiv ist für dich und für deinen Alltag. Also probier es einfach mal aus. Ja, das war's heute auch schon wieder von mir. Ich freue mich auf Themen von euch. Schreibt mir gerne und dann sehen wir uns zum nächsten Mal hier auf dem Love Channel. Dickes Bussi von mir.